Moin, eine kleine Ankündigung, bevor das Video startet, und zwar folgendermaßen: bei der Aufnahme des ersten Spiels, beziehungsweise bei allen Aufnahmen bis zum Transfer Deadline Day nach der ersten Halbzeit des Spiels, beziehungsweise nach dem Aufnahmestopp im ersten Spiel, aufgrund dessen, dass meine Dateien ja sonst zu groß werden, dass ich sie nicht bearbeiten kann, ist es dazu gekommen, dass aufgrund irgendeines Bugs bei Elgato, beziehungsweise irgendeines Bugs der Elgato, die Aufnahme komplett unbrauchbar geworden ist. Es gibt quasi kein vernünftiges Bild, es ist flackerig, es ist nicht nur, es ist einfach komplett unbrauchbar, es ist einfach quasi zerstört, es ist nicht richtig kodiert und so weiter und so fort. Dementsprechend kann ich es leider nicht benutzen. Was einfach heißt, ihr werdet währenddessen ich über den Transfer Deadline Day spreche, ein Blackscreen haben, so wie ihr jetzt einen habt. Das ist bitter, das ist nicht gut, aber ich werde euch jetzt einfach gleich, weil ich habe es rechtzeitig bemerkt, bevor ich das nächste Spiel aufgenommen habe, zum Glück, ich werde euch alles nochmal zeigen, was ich gemacht habe und so, also ihr werdet auch hören, wie ich dann bemerke, dass es ja verkackt war. Und ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefällt, und wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich selber freuen, und nächstes Mal wird dann wieder alles besser, und trotzdem viel Spaß bei der Episode, ciao. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus, mittlerweile Episode Nummer 49. Wir nähern uns der Hälfte von 100 und heute soll es weitergehen in der Liga und zum Transfer Deadline Day. Zunächst einmal entschuldige ich mich dafür, dass die letzten Folgen immer wieder ein bisschen asynchroner werden. Das liegt nicht an mir, das liegt an Camtasia, dass das irgendwie kaputt rendert. Das liegt wirklich nicht an mir. Ich achte wirklich darauf, dass es synchron ist, weil ich gucke mir das Video, bevor ich es rendere, immer nochmal an. Allerdings ist es anscheinend mittlerweile so, dass das irgendwie verrendert wird. Ich versuche das in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Und dann wird es nächstes Mal wieder besser. Angeblich wird Ben Yedda von... Jetzt steht es hier nicht mehr. Da steht es auf jeden Fall in den News. Ben Yedda von Sunderland umgarnt. Aber die können nicht mal kreuzweise. Mal sehen, was wir noch für Angebote haben. Wir spielen gegen Huddersfield. Im Pokal sehe ich gerade. Transferangebote. Anfrage zu Denver Bar. 18 Millionen. Was? 18 Millionen? Ich gebe euch... 4 Millionen für Denver Bar. Müsste doch eigentlich reichen, oder? Ich glaube schon. So, Transferangebot für Ben Yedda natürlich von PSV, nicht von Sunderland. What the fuck? Na, egal. So, des Weiteren, was haben wir denn jetzt hier? Habe ich bei Mandron schon angefragt? Ich glaube ja nicht, aber ich habe ja, glaube ich, schon drauf geboten, ne? Was haben wir hier in Deutschland? Die kennen wir ja alle schon, haben wir schon drauf geboten. Mustafi kennen wir auch schon, haben wir noch nicht drauf geboten. Und hier Mandron. Auf den haben wir geboten, genau, und Berahino haben wir auch drauf geboten. Wunderbar, dann haben wir das Ganze ja geklärt und müssen nur noch auf Antworten warten. Mal sehen, wie schnell das gehen wird, haben wir ja noch ein paar Tage. Und haben ja auch noch einige Sachen, die ausstehen. Abschlussbericht zu Younes Kabul und 7 Nachrichten, das heißt, jetzt geht es richtig ab. So, Spieler führt auch Gespräche mit Stoke, Saido Berahino, aha. Aktuellen Verein ist er ein Star, er will mehr Gehalt, definitiv. Vielleicht schaffen wir es ja. Das wäre einfach ein Traum mit Ibra, ne? Das wäre so geil. Ob es funktioniert, ist die Frage. Aber theoretisch könnte es funktionieren. So, die wollen nicht und die Summe ist zu niedrig. Spieler führt 3,3 Millionen, okay. Wenn ich wüsste, wie Berahino von den Stats her aussieht, wäre das Ganze schon mal deutlich einfacher. Aber da ich das nicht weiß, aber gucken wir vielleicht nochmal nach. Hier haben wir 10 Spieler gefunden. Salif Sané unter anderem, den beobachte ich mal, genauso wie Zieler. So, Choupo-Moting, Perisic, das sind zwar alles interessante Spieler, die auch nicht unbedingt schlecht sind, aber halt nicht so mega interessant für mich. Warte mal, können wir hier irgendwie, nee, wir können nicht auf ein anderes Land switchen, das heißt, das müssen wir manuell machen. So, England, wie sieht's aus? Mandron, 21 Tage, er auch 21 Tage. Wenn wir Ibra bekommen, brauchen wir Berahino erstmal nicht. Ja, von daher bin ich da erstmal hinterher, Ibra zu bekommen. Notfallsweise kann man immer noch sich Paulsen holen beispielsweise. Besiktas abgelehnt, Spieler ist zu wertvoll. Überraschung, Überraschung. Wenn sie 18 Millionen fordern und ich 4 biete, ist das nicht ganz so krass überraschend. So, wie sieht's hier aus? Nationaltrainer Offerte von Tschechien, aber nein, danke. Sehr lieb, dass die 16er werden, beziehungsweise die Runde der letzten 16 kommen, ist auch ein Witz. So, Startelf sieht sehr gut aus an sich. Ich denke mal, das kann man so machen. Ben Arfa, Stranzel Monanzel. Nyang wird mal stürmen für Ben Yedda. Laporte kommt rein für Rüdiger. Ngambiwa kann man eigentlich draußen lassen. Ben Arfa kommt mal rein für Oxlade. Morrison geht raus für De Jong, weil der gut drauf ist. Geis geht raus für Anita. Haidara kommt rein für Santon.
Und ich denke mal, so lassen wir das jetzt einfach. Das passt schon so, so werden wir in die Partie gehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns immer besser schlagen. Immer unterschätzen wir den Gegner diesmal nicht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Partie und bis gleich. Nächste Runde im FA Cup für Newcastle United und sie waren zu Gast bei Huddersfield. Letzte Runde hatten sich gegen Chesterfield sehr schwer getan. Jetzt wollte das nächste Feld kommen und die Magpies aus dem Pokal rauswerfen. Mal sehen, wie das heute laufen sollte. Huddersfield sehr, sehr motiviert. Man tat sich immer schwer im Pokal auf Seiten der Magpies. MGT hat es letztes Jahr den FA Cup gewonnen. Das aber war auch schwieriger als gedacht. Aus dem Capital One Cup war man damals sehr früh ausgeschieden. Dieses Jahr etwas später. Trotzdem nicht unbedingt ja, die beste Disziplin von Trainer MGT. Genauso wenig wie die von den Magpies. Allerdings viele neue Spieler ja in der Startelf heute, beispielsweise Aymeric Laporte wieder mit von der Partie. Ja, und der sollte so ein bisschen das Ganze richten, dass es besser laufen sollte. Smithies, Peltier, Hudson zusammen in der Verteidigung mit Lynch und Dixon. Hawk, Butterfield und Coady, die bildeten die Dreierraute im Mittelfeld. Und dann Scannell, Naki Wells und Hamill im Sturm. Naki Wells, der Mann aus Bermuda, sollte heute für Torgefahr vor dem Tor von Kevin Trapp sorgen. Der natürlich wieder im Kasten der Magpies. Und auch die Aufstellung gucken wir uns kurz mal an. Trapp hinter Jan-Mart Laporte, Nastasic, dann noch Haidara. Und auf der Doppel-6 spielten heute Nita und Sippel, nicht Geis. Geis war draußen aus Fitnessgründen. Cabella, De Jong, Ben Arfa und Niang in der Sturmspitze. Also auch Ben Yedda nicht dabei. Allerdings sollte das in Angriffsbemühungen keinen ja irgendwie negativen Aspekt bzw. negativen Effekt bei wirken, denn die erste Szene hatte Newcastle über Mbaye Niang und er spielt den Ball hier ja quasi ein bisschen ja, herum, versucht um die Abwehr rumzukommen. Dann der gute Pass auf Lennart Sippel und der scheitert am Pfosten. Der defensive Mittelfeldspieler hat die erste Chance und die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt in der Partie. Nach 13 Minuten Huddersfield, ja, die kamen nicht so gut in die Partie, wurden dann aber immer stärker. Der Flanke in die Mitte und der Ball kommt zu Dixon. Dixon vor Trapp und Trapp macht das einfach super. Ein klasse Reflex vom deutschen Keeper bei den Magpies. Allerdings, naja, man sieht es hier, es war schon wirklich, dass er angeschossen wurde und er hatte nicht den besten Tag, dazu später aber mehr. Erstmal der Abstoß und da ist Anita. Gewinnt das Kopfballduell trotz seiner 1,68 Körpergröße und dann ist da Niang. Der setzt sich gegen Lynch durch. Lynch keine Chance, keiner kommt hinterher und es steht 1:0. Nach 35 gespielten Minuten der Franzose mit seiner nächsten Bude. Der beweist wieder einmal, dass er gut in Form ist und macht hier sein Tor. Das war viel zu einfach, schnell durchgelaufen durch die Verteidigung und da sieht der Keeper auch nicht besonders gut aus. Nicht mal wirklich kraftvoll, nicht mal wirklich platziert, aber es reicht aus, um hier die Führung für Newcastle zu erzielen. War ein bisschen arrogant, der Abschluss und das wurde bestraft von Huddersfield. Die kam noch nicht zurück über Coady und der versuchte immer zurückzuspielen in den Rückraum und da stand Hamill. Hamill legt nochmal ab auf Butterfield, das Mittelfeld also involviert. Naja, und der Ball geht gegen den Pfosten. Nastasic wehrt dann ab zur Ecke. Das war jedoch nicht die letzte Szene vor der Halbzeit. Hier kommt Butterfield wieder auf Hawk und auf Scannell. Und der rutscht erstmal aus, spielt den Ball auf Naki Wells. Und da rutscht noch wer aus. Und zwar ist das Kevin Trapp. 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Was für ein glückliches Tor von Naki Wells, der Mann aus Bermudas, mit seiner ersten Bude hier in dieser Partie. Und das war richtig schön gemacht von der Offensive von Huddersfield. Das war aber richtig bitter für Kevin Trapp. Rutscht da aus dem nassen Untergrund aus. Und naja, den Ball muss man trotzdem halten, wenn man ganz ehrlich ist. Er tut es nicht. Und das war so ein bisschen das Problem jetzt in dieser Szene. Bitter natürlich für Newcastle, denn mit einem 1:1 muss man wieder in Rückspiel. Und das war ja nicht die beste Disziplin von Newcastle. Die taten sich immer sehr schwer im Pokal, wir hatten es erwähnt. Aber hier mussten sie mit hängenden Köpfen in die Pause gehen. Das musste alles in der zweiten Halbzeit besser werden und zwar eindeutig besser. Mehr offensiv zeigen, mehr defensiv zeigen. Mal sehen, wie das Ganze laufen sollte. Wie können wir so von Huddersfield vorgeführt werden? Alter, ich komme nicht durch die Verteidigung von solchen Drecksteams durch. In der Premier League klappt das, aber hier klappt es nicht. Das kotzt mich mega an und natürlich musste es dann im Endeffekt Kevin Trapp sein, der Grund war, warum das alles dann den Bach runtergegangen ist. Naja, was willst du machen? So, Vitolo, Kanyas, Schahn spielt mittlerweile bei... Okay. Ramos, bla bla, bla bla. Guck mal, der läuft auch aus. Ist aber kein Spieler, den ich haben will, denn... Ich will Ibra haben. So. Alles auf Gehaltsbudget polen. Und den Boss verpflichten. Egal wie viel der noch runtergeht jetzt in der Rückrunde. Mir total egal. Er hat 89 und von daher kann man den spätestens im Winter immer noch verkaufen. 22 Millionen wert. Wird schon passen. Hoffentlich. Ich bin echt gespannt, ob er es irgendwie annimmt. Das wäre ein Traum. Ibrahimovic, das wäre so geil. Das wäre einfach nur ein absolutes Träumchen. So, ich zwischenspeichere mal eben, weil ich das immer mache, weil beim Transfer-Deadline Day kategorisch, beziehungsweise prinzipiell und willentlich immer mein
Spiel abstürzt irgendwann, spätestens beim letzten Tag. Ist einfach so. Ibra lehnt schon wieder ab. Komm, ich biete ihm jetzt. Nein, nicht auch, verdammt. So ein Mist. Transferangebot für Wissam Ben Yedder, natürlich mal wieder Wolfsburg. Hier, komm. Tschüss. Ich werde künftige Angebote untersagen. So, nochmal auf den Transfermarkt, beziehungsweise auf die Transferverhandlung. So, 2 Jahre essentieller Stammspieler und 280.000. Notfallsweise mache ich auch nur ein Jahr. Hauptsache, ich habe ihn erstmal. Das ist aber wichtig. Verlängern kann man dann immer noch. So. 9 Stunden noch. Und abgelehnt. 6 Millionen für Fonds. Okay, alles klar von mir aus. Okay, 1 und 300.000. Es ist jetzt vielleicht vollkommen übertrieben, was ich hier gerade mache, aber es ist mir egal. Ich will Ibrahimovic haben. Ah, er ist der Babo. Was willst du machen? Wenn man das Geld hat, dank Champions League und Co., dann benutzt man es auch. Jawohl! Der Zlatanisator ist unser neuer Stürmer. Für die nächste... guck da mal kurz, der Deck. Oh, ist das nice. Haha. Zlatan Ibrahimovic. Was für ein Transferwinter, wa? Laporte, Zlatan. Das war's, glaube ich, schon fast. Sissoko und Colbeck sind weg. Beide zu Aston Villa gegangen. Gucken wir mal kurz nach, wo wir hier sind. Komar haben wir noch gekauft. Stindl haben wir noch verpflichtet für nächsten Sommer. Diaz und Sissoko sind weggegangen. Jetzt geht noch Cheick Tiote endlich weg. Endlich ist er weg. Yeah. Und die bieten mir sogar noch mehr, obwohl der nie gespielt hat in der ganzen Hinserie. Oh, ist das schön. Ist das schön. Jetzt läuft's gerade. Ein Traum. Wenn jetzt noch die ganzen anderen Spieler verkauft werden würden, die ich absolut nicht mehr brauche. Aber das wird sowieso nicht passieren. Obwohl, Lennart Adetey sippelt. Was? 70 Millionen. Bitteschön. Alter, ich meine, gut, das ist natürlich irgendwo klar, weil er so jung ist und weil er schon so gut ist. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt mit einem 10-Millionen-Gebot gerechnet. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Pass auf, jetzt akzeptieren die das. Ne, ist nicht so viel wert. Komisch, komisch, komisch. So, Transfer fließt. Abgelaufen. Monatsbericht Jugendmannschaft am Start und Oxlade-Chamberlain bedankt sich mal wieder. So, wie sieht's hier aus? Noch nicht so krass. In Ordnung, aber auch noch nicht so krass. In Ordnung, auch noch nicht so krass. Tschüss. So. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel gegen Huddersfield. Das kann echt nicht sein, ey. Das kannst du echt keinem erzählen. So, monatliche Scouting-Updates. Barker, was die Position von TOT betrifft. Er will in die Reserve, das verstehe ich nicht ganz. So, Campbell. Was hat Sterling mittlerweile für ein Rating? 81. Nicht schlecht. Iago Aspas hat... ach, kann ich nicht sehen. Ich Idiot. Was hat Sanchez? Eine 84 immer noch. Tadap. Was? 14 Millionen Markwert? Den scout ich sogar mal, deswegen. So, okay, da haben wir wahrscheinlich keinen Fehler gemacht, dass wir den nicht verpflichtet haben. Naja, da haben wir überhaupt keinen Fehler gemacht, dass wir keinen der beiden verpflichtet haben und uns auf Ibra konzentriert haben. Ich würde aber noch ganz gerne mal die beiden Scout-Berichte sehen. Oder die Scouting-Updates. Okay, nix. Stark. Schweden ist anscheinend eine richtig gute Talentschmiede. Beobachten wir weiter. Nein. Beobachten wir weiter. Naja, das geht besser, aber das wird bestimmt irgendwann noch. So, Huddersfield ist am Start. Niang wird nicht stürmen, es wird Ben Yedder stürmen, den brauchen wir. De Jong ist auch nicht mehr in Topform, das heißt auch der wird rausgehen und zwar kommt dafür Morrison rein. Auf 6, Sippel ist in Minusform, ist aber gestiegen. Wir können uns auch gleich mal kurz den Teambericht angucken, das wollte ich sowieso machen. Ja, sonst Rüdiger kommt mal rein für Nastasic. Und Santon kommt rein für Haidara, Kabeja bleibt da, wo er ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit der Elf ins Spiel. Aber vorher gucken wir uns nochmal eben an, wie denn der Scout-Bericht aussieht. Und Leute, ich glaube, wir haben ein ganz großes Problem. So, da sind wir wieder. Diesmal wieder mit Bild. Ja, ich habe es ja am Anfang des Videos wahrscheinlich schon erzählt. Das war jetzt ein richtiger Fail. Aber ich zeige euch einfach kurz, was passiert ist.
können uns ja die gescheiterten Verhandlungen und so weiter angucken oder auch nicht. Doch. Ibrahimovic ist im Verein beigetreten für ein Jahr, 300.000 Gehalt hat er, 20er Bonus. Morrison, das hatten wir ja alles schon hier. Genau, TOT hat den Verein verlassen, für 4,4 Millionen ist der weggegangen. Colocini hatten wir ja schon im Sommer, glaube ich. Und bei Sissoko ist das Ganze dann im Winter jetzt auch passiert, aber das hatten wir ja auch schon gezeigt. In der Episode war jetzt eigentlich nichts mehr großartig, was die Transfers angeht, abgesehen von ein paar gescheiterten Verhandlungen noch von anderen Vereinen, die versucht haben, an unsere Spieler ranzukommen. Ich habe natürlich bei Bar angefragt, das habt ihr ja gehört. Sippel wurde geboten, 10 Millionen von Real, hat er aber nicht weggegeben, natürlich nicht. Ist ja, denke ich mal, ganz klar. Für Ben Yedder wurde noch ein paar Mal geboten, unter anderem von Fulham und Sunderland. Ja, Berahino wurde abgelehnt, Paulsen wurde auch abgelehnt, Mandron wurde auch abgelehnt. Und das war dann im Endeffekt alles, was da passiert ist. Den Teamerich gucken wir uns jetzt trotzdem noch an. Und ich habe mir den Graf kurz schon angeguckt, weil ich halt, ja, abgesehen von dem Black Screen, den ich dann halt nicht berücksichtigt habe, schon geguckt habe. Trapp steigert sich momentan nicht, ist aber bei 11 Millionen Marktwert und der steigt ja, normalerweise steigen Torhüter ja später, also im Alter von 27, 28, 29 oder sowas. Janmaat steigt weiter sehr gut, freue ich mich auch drüber, weil der macht seine Sache in Ordnung, da kann man sich nicht drüber beschweren. Laporte steigt, das ist wunderbar, genauso soll das sein, Kopfballpräzision, lange Pässe und so weiter. Die wichtigen Stats hier sind Manndeckung, Fehlradweigerung und Grätsche, die sind schon gut und die werden bestimmt auch noch weiter steigen, ist mal ein 82er Rating. Rüdiger steigt nicht, aber das kommt bestimmt auch noch. Davide Santon, ja, steigt auch, allerdings nicht so krank, passt aber. Johannes Geis sinkt in den Werten, steigt in beispielsweise mentalen Werten, würde auch, denke ich, wieder steigen, wenn er jetzt wieder anfängt zu spielen. Anita steigt nicht, sinkt nicht, alles wunderbar. Oxlade steigt nicht, sinkt nicht, nicht wunderbar, aber passt. Morrison steigt und ist auch im Rating um 1 gestiegen, wunderbar. Cabella steigt immer weiter, das ist richtig, richtig gut. Ben Yedder steigt nicht, sinkt bei Ausdauer und Stärke, hatten wir ja schon mal gezeigt, glaube ich, und steigt nur bei den mentalen Attributen. Coman steigt auch noch nicht, wird aber noch kommen. Campbell steigt, Nastasic steigt, Nyang steigt natürlich weiter, Sippel steigt, Haidara steigt, Simli Young steigt ebenfalls, Smith steigt, Barker steigt, Armstrong steigt, ja, also Perez, der steigt überraschenderweise auch, Stranzel sinkt, aber das ist ja auch vollkommen klar, Taylor steigt und sinkt gleichzeitig, Ashton Götz steigt zumindest bei mentalen Attributen, damit steigt weiter, Curtis Good steigt, Cardano steigt, Yapu, Mapu, Yang Gambiva steigt nicht, der bleibt gleich, Morales bedroht, aber der muss halt wieder mal spielen, Ben Arfa, ja, der ist unglücklich, aber er steigt und das ist richtig, richtig gut, beispielsweise Kopfballpräzision plus 5 ist schon sehr, sehr ordentlich, Gouffran passiert nichts, Patrick Müller steigt, Diessen, ja, steigt auch ein bisschen, zumindest die Aggressivität ist ja schon mal ein Anfang. Aarons, der, ja, steigt auch wunderbar. Vucic steigt, Laskel steigt, Abe steigt und Gael Birimana zu guter Letzt, der steigt auch. Gut, ich werde jetzt mal sogar Mapu Yang Gambiva spielen lassen hier im Pokal, im Rückspiel, wenn seine Form bedroht ist, beziehungsweise wenn seine Moral bedroht ist. Und ja, dann gehen wir jetzt ins Spiel und ich wünsche euch dabei erneut viel Spaß. Das Wiederholungsspiel im FA Cup zwischen Newcastle United und Huddersfield, diesmal im St. James' Park, im ausverkauften St. James' Park, was beeindruckend war, wenn man bedenkt, dass das Ganze nur ein FA Cup-Spiel gegen einen Drittligisten war. Allerdings dieser Drittligist hatte sich im Hinspiel sehr, sehr gut verkauft, ein 1:1 erzielt, zwar glücklich durch ein sehr glückliches Tor von Naki Wells, allerdings, naja, ein 1:1, ein Unentschieden ist ein Unentschieden und dementsprechend musste es heute das Wiederholungsspiel geben. Wiederum wollte Newcastle den Gegner nicht unterschätzen, hatte aber eine andere Startaufstellung als zuletzt im Hinspiel an der Moulton Road, trat natürlich wieder im Tor, das eigentlich die größte Überraschung, man hatte mit Darlow gerechnet, dass der im FA Cup mal seine Einsatzzeit bekommt, jedoch war Trapp einfach trotz seines Fehlers auch gegen Huddersfield trotzdem immer noch die Nummer 1. Wir gucken uns zunächst einmal die Startaufstellung von Newcastle United an, da sehen wir Trapp, Janmaat, Yang Gambiva, Rüdiger, Santon, Geis und Anita auf der Doppel-6, die offensive Dreierreihe bestehend aus Cabella, Morrison und Alex Oxlade-Chamberlain in der Sturmspitze, Wissam Ben Yedder im Vergleich zur Vorwoche, wo es Mbaye Niang war, der in der Sturmspitze agierte. Bei Huddersfield das Ganze ähnlich wie im Hinspiel, die traten fast genauso an wie damals, denn es hat ja ganz gut funktioniert. Smithy ist im Tor, in der Verteidigung Peltier, Smith und dazu noch Lynch und auf der Linksverteidigerposition Dixon, Coady, Goberin, das war die einzige Neuerung und Hock anstelle von Butterfield, Naki Wells, Lolly und Ward in der Sturmspitze, also in der Sturmspitze und im Mittelfeld ein paar Veränderungen, die Defensive genauso wie sie im Hinspiel auch schon war. Bei Newcastle beispielsweise Yang Gambiva ein bisschen überraschend, allerdings war er in guter Form und wollte heute im Pokal das mal wieder beweisen. Es ging in die Partie und für beide Teams natürlich deutliche Außenseiter. Huddersfield war es trotzdem Prestigespiel, denn die nächste Runde, ja, die war schon ein bisschen, ja,
höher dotiert, auch vom Preisgeld. Und das war vor allem für Huddersfield sehr wichtig. Morrison nach 2 Minuten mit der ersten Flanke auf Ben Yedder. Der scheitert aber noch an sich selber, köpft den Ball übers Tor von Tmizis, dem Keeper von Huddersfield. Allerdings gibt es ein paar Minuten später einen Eckball und der wird ausgeführt von Standardspezialist Remy Cabella. Der bringt die auch in die Mitte und in der Mitte steht Antonio Rüdiger. 1:0, 8 Minuten knapp gespielt und der deutsche Innenverteidiger mit seinem ersten Tor im FA Cup für Newcastle United. Wunderbarer Kopfball, perfekte Flanke von Cabella, der Franzose auf den Deutschen, und der köpft den Ball ein. Keine Chance für Smithies, den zu halten. Die Kopfbälle in der Partie wirklich sehr, sehr stark von Newcastle. Die spielten viel über hohe Bälle und hier gelang es direkt nach 7 Minuten und es stand halt 1:0. Das heißt, Huddersfield musste kommen und die taten sich dabei wirklich sehr, sehr schwer, denn defensiv stand Newcastle heute deutlich besser als noch im Hinspiel und offensiv versuchten sie es immer weiter. Ben Yedder, der kann auch flanken, haben wir festgestellt. Die Flanke auf Cabella diesmal, der köpft wieder, allerdings übers Tor von Smithies, der dann nicht eingreifen muss. Die nächste Szene war dann wieder für Newcastle. Morrison geht hier einfach mal in den 16er, der Pass auf Ben Yedder, der macht es gut. 2:0, denken sich viele, dachten sich viele Fans, jedoch die Ernüchterung folgte schnell. Ben Yedder bemerkte es dann auch irgendwann, nicht sein nächstes Tor im FA Cup, nicht sein nächstes Tor für Newcastle United, nachdem er ja fast umstritten war und momentan ein bisschen überschattet wurde vom Transfer von Zlatan Ibrahimovic, der im Sommer Newcastle ja beehren wird mit einer Saison, die er bei ihnen spielen wird. Er muss ihn natürlich beweisen, hier konnte er es nicht machen und auf der anderen Seite versuchte sich Huddersfield zu beweisen, Ward mit dem Schussversuch, aber schön dazwischen gegrätscht von Antonio Rüdiger. Und dann war Halbzeit im St. James' Park, 1:0 zur Halbzeit für Newcastle, die deutlich überlegen waren, Huddersfield viel schwächer als zu Hause, die Fans zufrieden. Und naja, wenn man überlegt, Newcastle im Hinspiel 1:1 zur Halbzeit, damals blieb es dabei, heute 1:0 zur Halbzeit, bleibt es vielleicht wieder dabei? Wir werden es sehen in der zweiten Halbzeit und die springen wir jetzt natürlich direkt rein in die erste Szene und die hat überraschenderweise Huddersfield und zwar mit Lolly. Nach knapp 60 Minuten, die Flanke kommt in die Mitte und da ist Naki Wells, 1:1, dachten sich viele, dachten sich einige Fans von Huddersfield, zählte aber nicht. Genauso wie auf der anderen Seite Abseitsposition des Mannes aus Bermuda, schafft sie nicht erneut gegen Trapp zu treffen, nachdem er im Hinspiel bereits ein Tor gemacht hatte, denn ja, ganz knapp zwar nur, aber halt einen kleinen Schritt zu weit im Abseits. Dementsprechend, ja, wollte Newcastle die Entscheidung jetzt besorgen, Ben Yedder auf dem Weg zum Tor, Smithies kann nichts machen, naja, außer den Ball zu halten, dementsprechend bleibt es beim 1:0 und es kam wieder Cabella, der macht ein gutes Spiel mit dem Ball auf Ravel Morrison, Morrison allein auf weiter Flur, versucht den Ball reinzuhauen, aber ja, schießt den Ball gegen Pfosten, sehr, sehr früh Abschluss in dieser Situation und dementsprechend nicht erfolgreich und dann nochmal eine Chance, Komar macht das da gut, spielt den Ball in die Mitte, der Kopfball von Ben Yedder, aber der Ball geht übers Tor. Die Offensive von Huddersfield in der zweiten Halbzeit von allen guten Geistern verlassen, hatte nichts Nennenswertes mehr und dementsprechend blieb es beim 1:0, ja, tatsächlich, Newcastle zieht souverän, ja, das ist im Pokal nicht unbedingt gegeben, in die nächste Runde des FA Cup ein, Gott sei Dank, dass Antonio Rüdiger das Kopfballtor erzielt hat, trotzdem solide Leistung, naja, wenn man mit den Drittligisten war, muss es besser werden, aber das wird es bestimmt in den nächsten Ligaspielen. So, diesmal deutlich besser mit mehr Chancen, allerdings immer noch nicht so ganz souverän. Huddersfield hat das gut gemacht und wir müssen ein bisschen an unserer Feldüberlegenheit arbeiten, aber ich denke mal, das schaffen wir in den nächsten Wochen bzw. in den nächsten Runden. 90.000 kriegen wir als Belohnung quasi, was eigentlich viel zu wenig ist für einen FA Cup, aber gut. So, Bayern Young würde gerne in der Startelf stehen, sehe ich schon, alles klar. Gegen Liverpool wird er das wohl auch müssen, denn wir haben eine Elf, die nicht unbedingt hundertprozentig fit ist und er ist in Topform. Das heißt, er wäre so oder so gestartet. Innenverteidigung wird gebildet werden aus Rüdiger und Nastasic, auch wenn natürlich Rüdiger jetzt in guter Form ist, nachdem er das Tor gemacht hat. Morrison geht raus, dafür wird De Jong spielen. Sippel kommt für Anita, für Geis wird Barker in die Partie kommen, beziehungsweise in den Kader kommen. Ben Yedder wird reinkommen für Cabella, wird auf der linken Seite spielen. Ich denke mal, Ben Yedder lassen wir starten. Den können wir notfallsweise immer noch auswechseln. Wir haben ja einen guten Ersatzstürmer auf der Bank. Ashton Götz könnte mal wieder ran auf der rechtsseitigen Position. Ich denke mal, so werden wir in die Partie gehen gegen Liverpool. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, es war diesmal alles synchron. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Daher entschuldige mich nochmal für den Blackscreen. Ich konnte, wie gesagt, wenig dafür. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.